Der Preis von Nordrhein-Westfalen ist eines der ganz großen Highlights hier in Aachen. Dort zu bestehen, schon was Besonderes, zu brillieren, was ganz Besonderes. Ich freue mich, Patrick Stühlmeier, den deutschen Meister, hier dabei zu haben. Das war eine Traumrunde. Glückwunsch dazu. Und deshalb nutzen wir das Ganze, um diese Runde einmal zu analysieren. Wir fangen direkt an. Patrick, man sieht den konzentrierten Blicke. Was ging am Anfang in dir vor? Ja, ich war auf jeden Fall erstmal riesen zufrieden, dass ich überhaupt hier in Aachen an den Start gehen durfte. Habe die deutsche Meisterschaft mit Rako gewonnen. Dann habe ich ihm noch mal ein kleines Turnier geritten in Steinhagen vor 2 Wochen. Da fühlte er sich auch schon super an, weil ich lange nicht mehr auf der Grasnarbe geritten bin. Und ja, von Tag 1 an fühlt er sich hier super wohl in der Sörs. Ist dienstags schon eine kleine Runde gegangen, wo er ein super Gefühl gegeben hat. Dann mittwochs Preis von Europa 2x0 gewesen. Ja, und gestern ist er einfach unglaublich gesprungen, super locker. Er wird von Runde zu Runde einfach lockerer. Wir wollen gerade in jene Situation jetzt schon gleich zu Beginn einmal ganz kurz anhalten, um den Parcours einmal ganz kurz auch nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. Es war ein Parcours, der nicht nur alleine durch Höhen bestach, sondern Frank Rothenberger bekannt auch dafür, einfach auch wirklich technische Raffinessen einfach auch mit einzubringen. Wir haben jetzt hier gerade diese Situation, dass wir eben hin zu besagter Mauer und dann eben diese ersten Distanzlinien. Wie sind so massive Hindernisse wie eben so eine Mauer? Man merkt, es war relativ leicht, der Fluss war kaum zu unterbrechen. Stört ihn das wenig oder ist er da schon ein bisschen von beeindruckt? Nee, überhaupt nicht. Er gibt einfach ein super Gefühl gerade. Wir sind von 3 AB auf 4 normalerweise mit 8 Galoppsprüngen erst abgegangen. Aber hier ist einfach eine andere Tabelle von den Metern, von den Galoppsprüngen her. Und am Ende waren es dann ganz einfache 7 auf die Mauer. Und dann sogar die Distanz danach, die auf 31 Meter stand, das waren sogar dann schon 7 am Kopf. Man spricht darüber, dass man sagt, einige Pferde werden in Aachen klein, auch die vorher schon brillierten, einige werden groß. Das ist dieses, wenn die einfach so ein bisschen ja, diese Lust zum Galoppieren bekommen. Liebt dieser Hengst diese großen Plätze? Ja, das glaube ich schon. Also zum Glück wird die Galoppade bei ihm größer. Ich glaube, das ist ein besseres Gefühl wie andersrum. Ja, und am Ende auch mit dem Wassergraben da in der Mitte hat er am Ende einfach gar nichts mit am Hut. Und ja, er macht auf jeden Fall einen super Job hier gerade. Technischer Einfluss, den wir auf jeden Fall auch hatten, denn nach dem Wassergraben, das war natürlich, da muss man so ein bisschen Druck machen, er ist vom Einritt weg. Das ist nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit. A hat er 4 Meter, das ist schon ein ausgewachsener Graben. Mhm. Er ist vom Einritt weg, da muss man dementsprechend Druck machen. Und danach, die dann folgenden 7 Galoppsprünge, die waren schon wieder einfach auch zurückzuholen. Fällt das leicht? Ist er doch gerade eben so in diesem Anlehnungs-, im dressurmäßigen Bereich, dass er das gut annimmt? Oder musste man da auch zwischendurch schon mal so ein bisschen, muss man da ein bisschen tricksen bei ihm? Nee, also ich würde sagen, wir haben jetzt in den letzten Wochen schon viel an der Rittigkeit gefeilt. Auch zusammen mit meinem Chef Paul, der hat mir unwahrscheinlich viel geholfen da. Und wie er jetzt momentan funktioniert mit Vor-, Zurück, das ist einfach gigantisch. Und ich glaube, da sparen wir auch am Ende den Flüchtigkeitsfehler, den wir öfters mal letztes Jahr hatten. Und das sieht man einfach an den Ergebnissen gerade, dass das einfach super funktioniert gerade. Sonst schafft man es nicht, eben eine deutsche Meisterschaft, so viele Nullrunden und wie jetzt hier in Aachen und wie jetzt hier in Aachen ebenfalls dann die immer wieder abzuspulen. Gerade die Dreifache, da hatten richtig viele mit zu kämpfen, durch die Situation mit diesen doppelten Ochsern hinten raus. Man musste mit Bedacht ein bisschen hineinkommen, man durfte nicht zu viel Schwung haben, aber trotzdem war die Schwierigkeit. Wie hat er da so reagiert, dass du gesagt hast, meine Güte, das war einfach das, warum wir das Ganze fehlerfrei absolviert haben? Ja genau, ich bin mit kurzen 8 dort reingeritten. Klar musste man ein bisschen ruhig rein wegen der ersten Stange an Sprung B
Und ja, momentan ist einfach das Gefühl, dass ich gar nicht an der zweiten Stange Bein geben muss. Er hat einfach so ein Volumen aktuell am Sprung, wo ich einfach sagen kann, zweite Stange macht er schon von sich aus. Danach geht es auf die Schlusslinie, die es mit diesem Steilsprung vorneweg ist, nochmal in sich hatte, mit der Wassermatte unter. Ist so ein Liverpool, ist das ein Thema für ihn? Nee, eigentlich nicht. Da hatte ich aber am Ende einmal Glück. Da kam er einmal dran. Da kam auch sofort das Raunen im Publikum. Das bekommt man dann ja sofort mit. Ich habe natürlich ein bisschen, bin ich dran geblieben an der Dreifachen. Und da nahm er dann unwahrscheinlich den Schwung mit. Da hätte ich vielleicht einen Ticken größer sein können am Ende. Gut, wir müssen natürlich auch ein bisschen noch was für Sonntag haben, wo wir dran arbeiten. Hoffentlich kriegen wir das da einen Ticken besser hin. Aber den letzten ist er dann auch nochmal super gesprungen. Kommt, das Ziel ist null. Die Halle tobt, besser gesagt, das Stadion, das tobt. Was geht dann, was fällt dann von einem ab und was für ein Gefühl schießt dann durch den Kopf? Ja, vor der Deutschen, wie gesagt, hatte ich immer mal so einen blöden Pechfehler. Aber das Pferd ist eigentlich immer gut am Springen gewesen. Ja, so wie es aktuell gerade läuft mit der deutschen Meisterschaft und dann hier das letzte Ticket für Aachen bekommen und dann am Ende jetzt noch so zu performen, ja, das macht einfach Stolz. Genau, Stolz. Und das Team, was dahinter steht, hat das am Ende auch mal verdient. Jetzt schauen wir uns noch einmal das Stechen natürlich an, denn das brachte dann nachher dann eben auch den großen Erfolg ein. Du hast vorhin das Team schon angesprochen. Paul ist dabei, Andreas Kreuzer ist dabei, dein Kollege, der ebenfalls hier mit aktiv ist, Philipp Rüping ist mit dabei. Was geben die dir im Vorfeld mit, bevor es zu diesem Weg in den Einritt geht? Ja gut, mit Philipp bin ich jetzt das ganze letzte Jahr quasi mit auf den Turnieren gewesen. Er kennt Draco am Ende auch super. Und jetzt am Ende mit der Distanz von 3 AB auf die Mauer hat Martin Fuchs, der gewonnen hat, 6 Galoppsprünge geritten. Da war aber uns klar, dass wir ein bisschen noch auf Sicherheit gehen. Wir wollten, wir wollen auf jeden Fall auch Sonntag dabei sein. Und deshalb hatte ich da auch die 7 Galoppsprünge gewählt. Und ich glaube, deshalb war ich auch am Ende eine gute Sekunde auch dann am Ende noch langsamer wie Martin. Wie sieht das aus, gerade eben mit der Tempowahl am Anfang? Ist es so, dass man mit Bedacht anfängt oder wählt man dann gleich schon mal den großen Gang? Paul hat auf jeden Fall gesagt, ich soll schon mal ein bisschen galoppieren lassen, aber trotzdem immer noch so ein bisschen die Sicherheit drin lassen, noch für Sonntag. Ich glaube, das hat super geklappt mit der Runde. Wir waren jetzt Dritter, das ist ein super Ergebnis. Aber wir haben am Ende noch trotzdem den Sprung so ein bisschen für Sonntag drin gelassen. Diese Planke, die wir vorhin hatten, war bei vielen nochmal so ein Thema, war relativ schräg. Und dann eben auch in diese Kombination rein mit dieser Wendung, da hatten sich einige ein bisschen verguckt. Ja, genau. 2, 3, da wurde jetzt auch mit 8 Galoppsprüngen hingeritten. Da mussten die den Sprung schon am Ende schon richtig auf dem Schirm haben, weil man kam schon sehr schräg zur Planke. Und dann tobt einfach dieses Stadion und das ist, gibt es ein schöneres Reitgefühl, gibt es ein schöneres, ja, wenn man nachher dann unter den Top 3 hier ist und so gefeiert wird, das ist unbeschreiblich. Ja, das ist einfach unbeschreiblich, das kriegt man einfach auch als Reiter, klar kriegt man das mit und das ist schon ein cooles Gefühl. Vorgeschmack vielleicht so ein bisschen für Sonntag? Gut, das Pferd ist jetzt schon 5 Runden gegangen, aber ich glaube, wir haben da super Konditionen drauf, jetzt auch wegen der deutschen Meisterschaft mit den 4 Runden und er fühlt sich einfach in einer super Verfassung. Heute kriegt er natürlich nochmal einen schönen lockeren Tag, kommt oft raus, geht nochmal mit der Pflegerin grasen und ja, hoffen, dass er morgen nochmal einen super Job macht. Ich drücke ganz fest die Daumen. Und alle Freunde von Klippenhaus auf jeden Fall auch. Danke, Patrick Stühlmeier. Danke.